Hallo und willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. So, hier haben wir aufgehört und dann wird Zeit, Kotalu zu rufen. Der braucht nämlich einen neuen Arm, hey, weil der Kotalu? Alte nicht mehr tut. Ich bin beim Zenith-Labor. Kannst du herkommen? Schon unterwegs. Sehr gut, ich warte einfach hier im Schnee die 2 Tage Reisezeit. Aloy. Das war echt Danke, schnell. Dass du mich hier triffst. Du solltest einen Lieferservice aufmachen. Hat Gaia erwähnt, wo genau im Zenith-Labor wir finden, was das du brauchst? Das gibt ordentlich Trinkgeld. Ich erwähnte die Kammer, in der du Beta fandest. Und die Datenbank dort drin. Ja, lass uns Sie reingehen. Sagte, damit finden wir das Wissen und die Bauteile für einen neuen Arm. Sehr gut. Das ist doch schon mal was. Wir rein uns mit uns. Beeilen, falls die Zeniths uns beobachten. Nein. Verstanden. Das schaffen wir auch so. Den hau ich aufs Maul. Ich wollte doch nur jetzt da Zum rein. Labor geht's hier lang. Wieso gibt's hier eine Zwischensequenz? Kann der überhaupt klettern? Ja, klappt ganz gut. Wenn er abstürzt, macht es die Quest deutlich leichter. Alles okay? Ich schaff das. Sehr gut. Halt dich auch mit der anderen Hand fest. Was ich niemals Maschine. Könnte. Sie plündern die Phantome nach Teilen. Sollen wir sie Rotaugenwächter. Oder wir schleichen uns vorbei. Nein. Wie du willst. Nicht schleichen. Was liegt denn hier noch? Pirscher. Wir brauchen Pirscher-Teile. Gibt's hier noch ein paar Pirscher? Ach, hätte beinahe auf dich geschossen. Put. Munition geht das hier ganz schnell. Auf in den Kampf. Du hast ein... Au! Also die Waffe war nicht sehr gut. Oh, keine Munition. Auch nicht sehr gut. Du hast sie erlegt? Nö. Aber trotzdem hat er das ganz gut gemacht. Da ist doch ein Pirscher. Nee, das ist ein Plünderer. Gegen mich gewinnst du nicht. Gegen mich auch nicht. Wieso Fremde? Wir kennen uns doch. Wir haben First Name Basis jetzt. Nenn mich Feuerschopf. Au. Okay, jetzt mal aufhören, Scheiße zu kämpfen. Introvertiert. Wir müssen das schaffen. Dir geht's gut. Wunderbar. Mir nicht. Na komm her, du Rotauge. Ja, da schaust du. Da schaust du. Au. Komm, die müssen wir mal die Kralle abschießen. Jetzt Kralle. Ah. Jetzt aber. Habe ich getroffen? Ich glaube, ich habe nicht getroffen. Oh. Hab nicht genügend Maschinenmuskeln für das, was ich tun wollte. Stirb doch. Stirb doch. Nicht du, Aloy. Nicht du. Komm schon. Auf die Kralle. Na also. Ja, alles gut. War doch leichter als gedacht. Boah, der hat mich erschrocken. Alles gut, aufstehen. Zum Labor geht's durch diesen Tunnel. Komm. Hui. Das Phantom hat man nicht... Ah, nein. Ich durfte es ja nicht looten, weil direkt eine Zwischensequenz kam. Na, ein Glück lag ja noch drin. Ja, ja. Plasmamaschine. Heilende Kräuter. Her damit. Ich glaube, ich habe wieder alle verbraucht. Die werde ich bestimmt bald brauchen. Ja, garantiert. Wir haben schon so viel verbraucht in der Episode. Warum aufhören? So, Rotaugenwächter. Ich bin der Rotaugenschlechter. Ja, die Wortspiele sind auch immer schlechter geworden hier. Müsst damit klarkommen. Besser werden sie nicht. Vielleicht schon. Irgendwann. Hab Vertrauen. Da war aber viel heilendes Zeug drin. Das Spiel weiß, dass ich kacke bin. Es freut mich immer, wenn Spiele das wissen. Komm rein. Kannst du rausgucken. Feind?
Schwer zu glauben, aber ja. Ordentliches Löchle. Oh nee, das war doch hier so kompliziert, da hochzukommen. Aber nur, weil man was freischalten musste wahrscheinlich. Das haben wir ja schon getan. Feinde voraus. Feinde? Brutstätten spucken also auch Jägerkeller aus. Das sind doch nur Plünderer. Ich brauche Pirscher. Müssen wir mal explizit auf die Jagd gehen. Weil der Bogen muss unbedingt noch verbessert werden. Dankeschön. Konzentrier dich mal lieber auf den Kampf. Komplimente kannst du mir später geben. Nein. Alles gut bei dir? Vielleicht sollte ich dir deine Arme nicht neu machen. So. Plünderer da. Ich glaube, ich habe einfach viel zu... Au. Viel zu oft in Zeitlupe nur gekämpft. So ist es ja viel dynamischer. Ja. Hä? Also das ist kein normales Verhalten. Macht er nicht. Du hast ihn durch die Bunkertür geschlagen. Muss ich hier noch was tun? Hallo? Was bist du denn? Lieber. Der Raum, in dem Beta war, ist da vorn. Ja, ja. Vielleicht war das hier nicht die Stelle, wo man so umständlich kraxeln musste. Hallo, jemand zu Hause? Ich glaube, das ist ein Nein. Nee, gut. Ich fühle mich sicher. Ein paar Pirscher noch, die wir erledigen können und dann ist alles wunderbar. Pirscher? Nee. Elektrokabel, das runterhängt. Ja, das ist nicht gut. Ist es das da unten? Ja, wir sollten schnell da runter. Na gut. Geschafft. Hui. Jetzt müssen wir nur noch in die Datenbank rein, von der Gaia geredet hat. Wo ist denn das Vieh, das hier? Der Beta war in einer dieser Kapseln. Wie furchtbar, in sowas eingesperrt zu sein. Och, es geht. Es kaum Platz zum Atmen. Jemand hier? Hallo. Anscheinend nicht. Naja, die war ja... Sehr gut. Dann gehe ich mal zu den Kapseln, wa? Bisschen irritiert, weil so eine Feindmarkierung doch hier war. Irgendwer, der mich beobachtet hat. Du wolltest doch warten, erschreck mich nicht so. Oh, Kapselnummer. Null, null, eins. Nein. Muss ich das jetzt wissen? Aloy? Eine Missionsbeschreibung? Da ist eine Konsole. Sag doch was. Ich glaube, ich bin fündig geworden. Ja, ich glaube auch. Dann sind da drin hoffentlich Antworten. Wer weiß, wer weiß. Ich lade die Daten in deinen Fokus, dann kannst du in der Basis darin suchen. Sehr was gut. Was ist mit den Bauteilen? Sie sind bestimmt irgendwo auf... Phantome! Kämpf mit Ehre! Phantome? Ja, ja, ich kämpf mit Ehre. Wir müssen sie töten! Das ist der Plan. Allergisch gegen Säure. Habt ihr ein Pech, dass ich welche dabei hab? Du was für deinen Arm. Ich muss das anders machen. Ja, ja. Wir brauchen auch wieder Vorräte aus dem Lager. Wie schmeckt euch das? Ach so, scheiße. Den guten kann ich ja nicht machen, den guten Springpfeil. Wie hat er das gemacht? Ich bin noch nicht fertig. Oh, und jetzt greift der zweite an, gerade als ich feuern wollte. Okay. Respekt, wer selber macht. Der hat einen guten Radius. So, jetzt aber. Plasmaschaden. Ich bin ein Marschall und ich werde als einer sterben. Wenn du nicht besser triffst, auf jeden Fall. Ich muss das Plasma liegt in der Luft. Weiter so. Ja. Aloy, steh auf. Au. Wo ist denn das andere Phantom? Ist es in der Oper? Da, wo es hingehört? Au. Heilung. Heilung. Habe ich nicht mehr. Heilung!
keine Rauchbombe. Heilung. Dankeschön. Rauchbombe hätte ich nicht so... Hör doch auch auf mich zu feuern. Kotalo ist doch auch noch da. Schwanz. Hör mal auf den Schwanz. Könnte mein Motto sein. Ist es tot? Nee. Schade. Oh. Springfalle. Der hat die Springfalle weggemördert. Er kämpft dir meinen Tod. Er arbeitet dran, glaube ich. Er gibt sich Mühe. Komm, hau auch nochmal drauf. Nimm Plasma, wenn du kannst. Er kann gleich mit Plasma schießen. Und hui. Ich dachte, das ist ein empfindliches Teil. Na, endlich. Einer ist noch. So, der andere verträgt Plasma nicht. Da klebt er ja an der Wand. Ist aber nett, dass der wartet. So. Und durchsuchen. Alles aufgehoben. Hi. Zu wenig Ausdauer, dann wart mal einfach kurz. Können auch noch hier. Mut. Ja. Da sind wir ganz mutig. Was? Das war alles? Das ist aber nicht gut. Hab mir doch Mühe gegeben. Ich war bestimmt zu weit weg. Bringen wir ihnen Respekt bei! Na gut, hier kommt Respekt. Noch mehr Respekt. Ich muss treffen, bevor das Plasma explodiert! Was jetzt muss ich treffen? Was muss ich treffen? Weiß nicht, was ich treffen muss. Irgendwas halt. Ah, der chillt da nur. Das ist ja relativ angenehm. So. Plasma. Na gut. Mache ich das gut so? Der kämpft ein bisschen wenig. Soll ja nicht mein Schaden sein. Okay. Du kämpfst wie ein Donnerkiefer. Dankeschön. Jetzt, los jetzt. Hab ein paar von denen erledigt tatsächlich. Yay, gleich gibt's wieder eine Explosion. Und hui. Das wird unsere Mission nicht behindern. Ich glaube auch nicht. Das ist ein komischer Kampf hier. Also der erste war ja in Ordnung. Dagegen kann man gar nichts sagen. So. Ja, pulverisierende Stachelwerfer, warum nicht? Auf die Schwachstelle. Komm schon. Essen! Keine Steine essen! Da war doch Essen! Verzeihung. Im Kampf ist das auch wichtig. Steil Gebirgsschaf! Yum, 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 yum. Ah, jetzt ist er wieder aufgewacht. Jetzt ist er wieder aufgewacht. Oh, Gebirgsschaf. Na also. Die Sinets könnten Verstärkung schicken. Werden wir fertig ist und dann er jetzt raus hier. Tot oder nicht? Die Bauteile müssten irgendwo. Der bewegt sich noch. Bin gleich hinter dir. Ja, ja. Ich craft mal. Nee, ich will meinen anderen Pfeil aus. Ja, sammle ich trotzdem ein. Dankeschön. So, wo müssen wir hin? Ganz nach oben. Hoffentlich gibt es hier wieder irgendein Ding mit Preiselbeeren. Mit Gesundheitsbeeren. Das glaube ich, ein bisschen zu viel verlangt, ich weiß. Kein Vorratslager. Was? Wo? Geräusche. Bin doch allergisch gegen Geräusche. Zumindest wenn ich nichts sehe. So, Gesundheitstrunk. Rein damit. Wollten wir nicht nach oben? Wieso gehe ich nach unten? Hat bestimmt alles seine Richtigkeit.
Komm schon, Vorratstruhe. Irgendwo. Ich glaube, das haben wir schon mal irgendwann gescannt. So, hoffentlich findet man seinen Arm früher als später. Dann kann er nämlich doppelt so hart zuhauen. Ach, du machst die Geräusche. Bleib mal stehen. Stehen bleiben. Genau so. Du bist verhaftet. Okay. Bin ja tatsächlich wie ein Cop in Amerika. Okay, da müssen wir nach oben. Hier ist eine Treppe. Das ist der erste Schritt, um weiter nach oben zu kommen. Ah. 100 Meter noch. Das sieht doch gut aus. So, hier war man aber schon. Denk wir müssen mal. Die gesamte Etage durchsuchen. Ich halte Wache. Keine Überraschung. Eingeseift. Gute Idee. Na gut. Keine Überraschung. Der ist bestimmt nicht begeistert, dass ich eine ganze Überraschungsparty für die Wiedervereinigung mit seinem Arm geplant habe. Naja. Und... Zieh, Aloy! Lass einen ziehen! So, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Bestimmt irgendwann nochmal mehr Phantome. Hallo? Eine Lüftung. Das könnte ein Weg aus dem Raum sein. Möglich. Was ist denn mit der Tür los? Aufstemmen. Das ist das Symbol für Aufstemmen. Oh, nur alte Skulpturen. Und komische Anzüge. Ich glaube, die sollten wir anziehen, wenn wir in den nächsten Bereich gehen. Könnte etwas toxisch oder radioaktiv werden. Ansonsten sehe ich nicht wirklich was. Was hier sinnvoll ist. Wo bin ich denn reingekommen? Da ist ein Spalt. Bin ich durch den Spalt gekommen? Oder ist der Spalt durch mich gekommen? Ich bin doch hier rein. Oh. Deswegen ist der Wegpunkt auch da. Ist schon mal gut, dass wir das etabliert haben. Da hinten komme ich nicht hin. Dann war es ja von Anfang an der richtige Weg. So, Aloy hat gemeint, sie hat eine Lüftung gesehen. Komm schon. Hau das Glas kaputt und dann könnten wir einfach in den nächsten Raum. Na gut, dann nicht. Ah, wieso ist die Tür jetzt auf einmal offen? Hallo? Nächste Tür. Vorratstür. Einfach da durch. Ja, einfach da durch. Aloy, da durch. Wunderbar, dass das geklappt hat. So, alte Halskette, sehr schön. Und nu was? Irgendwas hier am Terminal? Es glitzert zumindest. Komisch. Nö, kann aber nicht mit interagieren. Das ist das normale Glitzern. Muss ich irgendwas da drin erspähen? Wäre ein bisschen merkwürdig. Irgendwo mit interagieren. Mensch, ich kann doch nicht schon wieder auf dem Schlauch stehen. In der letzten Episode war das relativ peinlich, dass ich da nicht drauf gekommen bin. Echt? Also ich weiß nicht, ob es ich bin. Vielleicht hier an der Station. Da steht noch ein alter, gammeliger PC. Und da lädt ja nichts. Da ist eine Tür. Durch die würde ich gern gehen. Und wie schaffe ich das? Irgendwie nach oben. Ach, da ist was. Na gut. Das ging zumindest in vertretbarer Zeit, dass ich das noch gesehen habe. Gar nicht mitgerechnet, dass da oben was ist. Okay. Einmal hoch mit uns. Und hoffentlich sind hier keine fetten Ratten drin. Oder andere Biester. Hätte ich das nicht einfach kaputt treten können? Was haben wir hier? Auch nichts zum Scannen. Nee, gut. Flimmert so intensiv. Die Bauteile müssen hier irgendwo sein. Ja, da ist doch ein Tresor. Na also, alte Skulpturen. Hallo, bau. Ja, was war da noch?
Nur noch mal die Truhe. Nee. Gerade kam noch was zum Interagieren. Doch, da. Ah. Und wieder Hilfe-Items. Mensch. Blind bin ich heute. Ein Einarmiger und ein Blinder gehen in eine Bar. Den Rest des Witzes überlege ich mir noch. So. Sag mir, dass die Teile da drin sind. Ja, bestimmt. Vielleicht kommen auch ein paar Phantome raus. Hab ich dich. Ich sollte ein Arm. Wenn er noch lebt, ja. Jo. Dann einmal Brute Force durch die Wand. Und weg hier. Nein, den Stein muss man doch ausweichen. So, das hat bestimmt keiner gehört. Kotalu. Haben Sie nicht Bauteil? Warum auch immer Gaia das nicht anders geschafft hat, ihren Arm zu geben. Wenn sie doch so super schlau ist. Hi. Du hast die Bauteile? Ja, natürlich, in meinem Arsch. Ich danke dir, Aloy. Gern geschehen. Ich habe nur überlegt, wie es wohl mit dem neuen Arm sein wird. Bin ich dann anders? Wieder ganz? Müßige Gedanken. Das kann bis zur Basis warten. Geh du schon vor. Ich sehe mich noch mal hier um. Vielleicht finde ich noch was. Nein, ich will mich nicht umsehen. Ich freue mich drauf, unseren Fund einzusetzen. Ja, das glaube ich. Vielleicht musst du dich dann umbenennen in Würger. Wieso muss ich mich... Rede mit Kotalu in der Basis. Okay, ich hätte jetzt wahrscheinlich nur die Chance zu looten. Wenn ich denn wollen würde. Ich will gerade nicht wollen würden. Naja, gehen wir mal zum Ausgang. Vielleicht findet man ja doch noch was. Ja, sehr gut machst du das. Und damit kann ich nicht interagieren. Sender. Also, da war man ja schon dran. An das schöne Schwert erinnere ich mich, das gar kein Schwert ist. So eine Verarsche. Na gut. Wäre die Frage, kann ich schon von hier aus schnell reisen? Irgendwie mit den Pfeiltasten kann ich Ebenen umschalten. Ist das nicht schön? Da ist eine Brutstätte, aber ich habe tatsächlich Lust, die Hauptquest weiterzumachen. Pharaohs Grab. Da müssen wir zuerst nach Dornmarsch. Dann setzen wir uns da doch mal ein schönes Ziel. Und was ist in der Nähe? Lass mich lügen. Das da. Obwohl, ich habe die Karte mal durchforscht und nach Pirschern gesucht, bevor ich die Episode angefangen habe. Da ist einer. Den markieren wir zuerst. Da gehen wir hin. So, Reisen, das bestätige ich. Wir hätten vielleicht noch unsere Vorräte auffüllen sollen, aber jetzt ist eh schon zu spät. So, dann pirschen wir uns an die ran, holen welche Bauteile auch immer. Und dann geht's weiter nach irgendwie, wie die Stadt halt hieß. So, Wegpunkt, Wegpunkt, Wegpunkt. Nicht Kotalu. Wegpunkt ist da. Seid ihr schon die Pirscher? Nee, ihr seid die Krallenschreiter. Schwach gegen Plasma. Dann lass ich mir was einfallen. Nachladen. Ja. Also der ist tot. Der ist definitiv tot. Und den anderen interessiert es nicht wirklich. Vielleicht gehe ich doch mal auf die Taktik mit den Steinen über. Oh, muss einfach nur warten anscheinend. Stiller Schlag. Stiller Schlag! Oh, das macht nicht viel Schaden. Ja, hat nicht so viel Schaden gemacht, wie ich gern hätte. Ja, deine toxische Art kannst du eigentlich für dich behalten. Die ist hier unerwünscht. Okay, Plan. Ja, ja, Planänderung. Ich hab's verstanden. Wir müssen ja einfach nur nachladen. Nein. Hör mal auf. Sonst werd ich ja noch ganz sauer. Na, also.
So, einmal Säure gekrallenschreitet und gleich nochmal. So, Rohstoffbehälter immer gerne. Dann auf ins Pirscher-Area. Aloy, warum bleibst du stehen? Ich drück doch schon die ASD, nicht unbedingt in der Reihenfolge. Rebellen, Außenposten, leuchtende Sünden. Ist der gleich hier? Können wir noch mitnehmen? Ich dachte, den hätte ich abgeschlossen. Der leuchtet. Leuchtet der blau, weil er nicht abgeschlossen ist? Ach, vom Gerücht. Nee, der ist mir zu weit weg. Auf zu denen. Zu den Pirschern. Zähne zerknirschern. Und all das. So, Bomben gut. Bauteile auch gut. Braucht Maschinenmuskeln. Ganz, ganz viele Muskeln. So, craften wir auch nach. Und ich glaube, 2 Tarngeneratoren brauchen wir noch. Naja, andere Mutstöße können wir später ausprobieren. Wir haben auch noch Skillpunkte, die wir unbedingt einsetzen müssen. Und zeig mal die Backen. Muss doch keine Pirscher hier waren. So. Naja. Und... Hui! Na, die waren aber überrascht. Sehr gut. So mag ich das. So, Pirscher da oben. Ich glaube, diesmal nehme ich die szenische Route. Müsste man nicht unbedingt klettern. Wenn es nicht notwendig ist. Wo sind denn die Ärsche? Die werden mir wahrscheinlich wieder ordentlich zusetzen. Oh, Sprengfallen hätten wir. Aber auch nicht die besten. Pirschi. Plüschhunde. Wo seid ihr? Enten oder Gänse? Wir werden es rausfinden. Oh oh. Auf den Bäumen. Auf den Bäumen waren welche. Kommt mal runter von den Bäumen. Ein Glück seid ihr nur so mittelgetarnt. Komm schon. Au. Muss das sein? Anscheinend ja. Fallenstellerin. So viel dazu. Gib mir deinen Tarngenerator. Zumindest sind die Pirscher nicht so stark, obwohl ich mich nicht gut anstelle. Ist er down? Oh. Komm schon. Hab ich einen Tarngenerator bekommen? Nee, ich glaub nicht. Muss ich abschießen. Gibt ja zum Glück genügend Pirscher hier. Ey Leute, zielen! Zielen und treffen! Immer abwechselnd. Oh, bleib doch stehen. So, dem muss man jetzt was abbrennen. Na, also. Weg damit. Ja, auch weg mit dem anderen Zeug. Komm schon. Ich glaube, der hat keinen Tarngenerator mehr. Boah, lass das mal. Au. Trink. Au, 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 au. Trink. Sehr gut. Boah, bin ich schlecht gegen Pirscher. Der war doch schon tot. Guck mal, ich habe auch so eine Waffe. Ist da noch ein Pirscher? Au. Komm schon, komm schon. Bleib stehen. Aha. Muss schon treffen. Muss schon treffen.
So. Noch Bauteile abtrennen. Boah, zerleg mich doch nicht so. Da ist noch ein Trunk. Irgendwas explodiert hier. Hui, davon haben wir zum Glück noch 3 Stück. Ich wünschte, ich könnte es auf eine Schnelltaste legen, wie 1 oder 2. Habe ich da überhaupt was? Naja, meine Waffen, das ist klar, okay. Macht es sonst immer übers Waffenrad. Interessant. Ja, ist so schwierig, die Teile da unten auszuwählen. Wirf das mal weg. So. Bitte Tarngenerator. Ich brauche Tarngeneratoren. Ah, einer. Und 2. Wir können den Bogen upgraden. Ich fasse es nicht. Also ich fasse es schon, aber... Dem Regen kann ich nicht entkommen. Doch, wir können schnell reisen. Schöne Schnellreise. So. Ernährungsmine. Wo ist denn die Ente, die ich erlegt habe? Ach, ich finde mich doch nicht zurecht. Pirscher Pfeilgewehr, das braucht man im Moment nicht mehr. Sonst alle Pirscher. Oh, was soll's. Werden schon alle erkundet worden sein. So, auf nach Dornmarsch. Ziel ist gesetzt. Quest. Achso, ich muss zuerst nach Schluchtrand. Dann mach mal das doch so. Unbekannte Siedlung in 70 Metern. Na, dann machen wir uns bekannt mit der Siedlung. Dann können wir da direkt craften und Vorräte auffüllen. Das wird's um einiges angenehmer machen. Schau mal einfach mal. Ein Lagerfeuer habe ich entdeckt. Und die Gerüchteküche brodelt anscheinend wieder. War die Wildnis gut zu dir, Fremde? Ja, alles gut. Könnte besser sein. Ja, was hast du? Klebekriegerbogen. Klebepfeile. Ansonsten macht er nicht so viel Schaden. Und eine Sprengschleuder. Wirklich mal mit Sprengkraft. Kaufe ich. Kaufen. Und ausrüsten. Gegen vielleicht den Stachelwerfer. Damit komme ich irgendwie nicht klar. Pirscher Tarngenerator. Kann ich tatsächlich hier kaufen? Brauche ich aber gerade nicht mehr. Werkbank. So. Munitionsherstellung, warum nicht? Aber erstmal nicht. Waffenherstellung. Der obere, dankeschön. Und Upgrade. Ja. Wuhu. Und großer Maschinenkern, Rollrückenzirkulator und Schreckflügel Metallzahn. Ah, den haben wir definitiv noch nicht. Beutel Upgrade. Kaninchenknochen. Dafür waren die. Trankherstellung, warum nicht? Großer Gesundheitstrank. Her damit. Naja, Faserwurz und all das. So, 5 Stück davon. Das gefällt mir schon mal. Fallenherstellung. Elite-Sprengfalle. Gerne her damit. Nein, keine Sprengpaste mehr. Dann haben wir noch Outfit-Upgrades, aber nicht von dem, was ich gerade ausgerüstet habe. Habe ich nicht irgendwas geschenkt bekommen noch zusätzlich? Die Nacktschützherrin. Scharmützlerin. Nee. Oder das? Ach, das war mein Emo-Outfit. Okay, Waffen-Upgrades können wir theoretisch noch 5 machen. Das ist von der Schleuder, das ist klar. Das ist vom Bogen links. Mit den schönen Feuerpfeilen. Können wir mal machen. Yay. Akzeptieren. Und dann, wenn wir ins Inventar gehen. Ja, hört mal auf zu sabbeln. Waffen. Wo war der? Links. Ach, wir sehen ja hier, dass wir Runen einsetzen können. Das war der Scharfschussbogen. Erhöht Reichschaden an außenliegenden Rohstoffbauteilen. Warum nicht? Niederschlagskraft, Reichschaden plus 12. Bauteilabriss plus 25, ja. Im Jägerbogen, nee, das macht doch hier viel mehr Sinn. Vor allem mit den schönen Pfeilen, die das extra machen. So, wo ist mein aktueller Pfeil? Was kommt da denn rein? Tarnschaden, nee, danke.
Stoßschaden, schnelles Nachladen. Ja. Im Schockbolzenschießer, nee, der kommt ohne das klar. So oft haben wir die nicht. Niederschlagskraft oder Stoßschaden. Niederschlagskraft. Wunderbar. Dann hat der hier kein schneller Nachladen. Aber Konzentrationsschaden. Nö, Schock. Erhöhte Positionsschaden. Nahkampffolgeangriff. Das ist ja alles scheiße für den. Dann kommt keine Spule rein. Was haben wir noch? Stachelwerfer nicht ausgerüstet. Hier, den haben wir ja gerade dahin. Feuer plus 12. Ja. Ja, warum nicht? Gut, Rohstoffe, keine Ahnung, warum er blinkt. Also, ich muss nochmal mit der Jägerin verhandeln. Und ist das meine Truhe da hinten? Na also, alle Kategorien auffüllen. So, das fühlt sich doch besser an. Jägerin? Hi. Ich habe Sachen zu verkaufen. Du wirst gar nicht glauben, was ich verkaufen kann. Kletterkieferschweif, Pirschertan-Generator, nö, holen wir uns dann selbst. Wieso ist das eine Quest? Und vor allem der Vergleich 54 zu 36 Schaden, also unser neuer Bogen ist definitiv besser. Outfits, habe ich gesagt, behalte ich. Das ist mein Look, den könnte man natürlich auch mal wieder ändern. Wenn man schon so viele schöne Outfits hat, muss man das ja auch irgendwie nutzen. Okay, die sehen sich aber sehr ähnlich. Nur einer ist, glaube ich, besser, außer was Schock und Frost angeht. Ja, und der hier ist gerade, glaube ich, ausgerüstet. Lehrerplatz. Ach, kann ich hier nicht reintun. So, Spulen und Gewebe. Was ist denn das? Berserker plus 15. Wo kann ich noch nicht ausrüsten? So, kann ich die markieren? Ja. Verkaufen, 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 verkaufen. Alles, was nicht episch ist. Und ja, weiß es nicht, die beste Strategie, aber es ist meine Strategie. Oh, hier haben wir noch Gewebemods. Boah, warum nicht? Kein epischer dabei. Schade eigentlich. Nochmal 400 Scherben für Papa. Und hier Wertgegenstände. Verkaufen, 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 verkaufen. Menschen, das viele. Da sollte jetzt aber mal ein bisschen Geld rumkommen. Steht ja rechts unten. Gesamtwert 4500. Ja, hat sich doch gelohnt, würde ich sagen. Und Waffen. Oh, ich mag eigentlich den Bogen, aber der ist echt schlecht mittlerweile. So, den Bolzenschießer kann man verkaufen. Den Speer. Also, das ist mein Speer, behalte ich. Das verkaufen wir. Seilwerfer verkaufen. Ach, was soll's. Den da oben werden wir nie wieder einsetzen. So upgraden können wir den gar nicht. So. Ja, ja. Mein Rot inspiriert mich auch. So, dann machen wir nochmal Elite-Springfallen. Ja, zumindest eine. Waffen-Upgrades. Ja, warum nicht die Schleuder? Achso, die neu gekaufte. Ja, zumindest ein. Die Firma dankt. Und Sonnenflügel-Scheinwerfer brauchen wir. Glaub, da habe ich mich verlesen, aber was soll's. So. Soll ja hier weniger Rohstoffe verbrauchen, das zu craften, als in freier Wildbahn. Dann rate ich denen, dass es so ist. Ja, gut. Nochmal. Und dann passt es eigentlich aus meiner Sicht erstmal. Ja, ja, ja. Vielleicht die noch, die Klebebombe herstellen. Und noch Löschwasser. Spritz, Pokéball, was auch immer. Halte deine Klinge glänzend. Ja, ja, du auch. So, dann ab in das erste Zwischengebiet. Hui, oh je. Da muss ich wahrscheinlich wieder hochklettern. Na egal, das kriegt man hin. Und beim nächsten Mal schauen wir, dass wir den Bogen noch eine Stufe upgraden. Oder einen besseren kaufen. Ist mir eigentlich beides recht. Aber besser muss er werden. Das steht auf jeden Fall fest. So. Naja, fortgeschrittene Jägerpfeile. Ja, mich auch.
So viel Schaden haben die doch gar nicht gemacht. Da schnattert's wieder. Nein, ich sehe nichts. Wenn ich nichts sehe, kann ich auch nichts treffen. Ich glaube, der Unterschlupf ist da unterm Wasserfall. Was? Nein, scann's doch. Alter Vorrat, was auch immer. Lasst uns... Nee, der Unterschlupf ist woanders. Ja, das sieht doch so aus, als ob da was drin sein muss. Die können nicht einfach so Wasserfälle hinsetzen, ohne dass da was drunter ist. Das, oder weitergehen? Ich entscheide. Looten auf jeden Fall. Loot? Hallo, Aloy? Geht's dir gut? Haben nicht das Gefühl, dass es dir gut geht. Komm schon. Hui. Ich würde sagen, das hat sich gelohnt. War aber ein bisschen umständlicher, da ranzukommen. Ist auch eine krasse Strömung. Muss man schon sagen. So. Dann haben wir da noch ein Lagerfeuer. Das trifft sich gut. Hier haben wir nicht so viel Schnellreisepotenzial. Und ein Rebellen. Sind das Rebellen? Nee. Das sind friedfertige Leute. Warum auch immer. Schwein! Servus? Das sind keine Friedfertige. Hä? Diese Soldaten greifen die Rebellen an. Ich wette, sie könnten Hilfe gebrauchen. Ja, ja, bestimmt. Wenn wir in der Gegend sind. Bleib mal am Ziel! Sieh mal einer an! Da kommt noch der alle! Schieß sie ab! Ihr habt ja alle abgeschlachtet. Ich weiß, die Freundlichen haben Icon darüber, aber manchmal sieht man das im Hintergrund auch. Das ist ein bisschen schwierig. Einmal greifen und Volltreffer. Siehst du sie? Ja, vor uns. Direkt vor uns ist die Maschine. Wieso greifst du wieder mich an? Habt ihr nichts getan? Ja, ja, Munition leer. So. Du Säurespezialist. Grad sag ich's. Sehr gut. Damit haben sie nicht gerechnet. Ich glaube auch. So, der Loot gehört aber mir, oder? Ich würde sagen, der Loot gehört fairerweise mir. Haben ja alle überlebt von uns. Zumindest die meisten. Warum ein Wort? Oh, da ist wieder eine alte Skulptur drin. Ja, ist das nicht schön. Haare so rot wie Feuer. Ja, ich nicht nur da oben. Augen täuschen mich nicht. Schön für dich. Aloy, Ikaros Streiterin. Nein, ich bin Aloy, die Retterin der Welt. Für den Tiefland-Clan. Entschuldige, dass wir so plötzlich aufgetaucht sind. Ihr wart aber macht gut vorbereitet. Nix. Tiefländer wissen, wie man das Überraschungsmoment für sich nutzt. Ja, ja, sehr schön für euch. Schön. Willst du was willst du? Zurückerobern? Ein Tieflanddorf südwestlich von hier. Die Rebellen haben es eingenommen. Nein, diese Arschlöcher. Ich dachte, der Häuptling hätte dich geschickt. Nein. Tut mir leid, ich bin nur auf der Durchreise. Mein Trupp versucht, sie von der Versorgung abzuschneiden. Aber irgendwann werden wir das Dorf direkt angreifen müssen. Wir könnten dich gut gebrauchen. Wenn ich in der Gegend bin, geht das vielleicht. Mögen die Zehn dafür sorgen. Aber bevor du gehst, Häuptling Hekaro würde es bestimmt nicht gefallen, wenn sein Clan dir nicht für den Kampf gegen Regala dankt. Oh, danke. Das glaube ich auch. Ja, mit dem guten Zeug. Ja, ja. Du mich auch. So, einsammeln. Ich habe eine Farbkombi bekommen. Oder eine Gesichtsbemalung. Ich habe keine Ahnung. So, dann würde ich sagen, obwohl es regnet, würde ich hier ans Lagerfeuer gehen. Denn ich denke, das reicht schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wie es weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal.